Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann immer Sie auch dieses Video-Tutorial zum Thema Stellensuche sehen und hören. Bewerben heißt für sich werben. Aber um jetzt wirklich diese Werbung oder Bewerbung machen zu können, müssen Sie zunächst den passenden Job finden. Die passende Stellenausschreibung, die passende Anzeige. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen 5 Mittelwege, wie Sie zum passenden Job vielleicht kommen. Erstens, Online-Jobportale, Online-Stellenmärkte. Ich habe einen Link gekürzt unter bit.ly/jobsuche-online. Wenn Sie das eingeben in die Adresszeile eines Browsers, kommen Sie zu dieser wunderbaren Seite. Online-Stellenmarkt, die besten Portale im Überblick. Hier finden Sie eine Auswahl an wirklich sehr, sehr tollen und prominenten Online-Portalen, Jobportalen, wo Sie Jobs finden. Also erstens Online-Jobportale. Ich habe hier beispielsweise Karriere.at geöffnet. Also das ist für Österreich auch, genauso diese Liste hier, passend für Österreich und unten dann für internationale Jobs. Und hier können Sie ganz einfach suchen. Sie wählen Sekretariat zum Beispiel. Sekretariat. Ort, Region, Wien. Und über Job suchen wird Ihnen schon eine Liste an unterschiedlichsten Jobangeboten, Stellenanzeigen gezeigt. Sie können das natürlich jetzt noch verfeinern, ja, indem Sie hier die verschiedensten Optionen, die Sie wollen, wählen, von der Anstellungsart bis zur Positionsebene etc. Kleiner Tipp so am Rande, versuchen Sie manchmal auch etwas ungewöhnliche Dinge. Ich nehme jetzt das Beispiel her. Sie suchen eigentlich einen Job im Sekretariat und geben immer bei Jobportalen Sekretariat und die Region ein. Vielleicht wurde aber der Job falsch getaggt, also verschlagwortet und somit falsch ausgeschrieben und ist schwerer zu finden. Dann macht es doch auch Sinn, wenn man mal kaufmännische Berufe zum Beispiel in der pharmazeutischen Bereich sucht. Also erstens Online-Jobportale, nochmal zur Wiederholung, bit.ly/jobsuche-online. Hier finden Sie die unterschiedlichsten Jobportale. Zweitens, Tageszeitungen. Viele österreichische Tageszeitungen bieten vor allem am Samstag einen großen Karrierenteil. In der Printausgabe. Diesen Karrierenteil kann ich Ihnen wirklich empfehlen. Es sind dort immer Jobs rund um das Thema Bewerbungen enthalten. Und Sie finden dort auch eine Vielzahl an Stellenausschreibungen. Man bekommt also so auch einen schönen Überblick über die derzeitige Jobsituation in Österreich. Ich nehme jetzt hier mal ein paar Zeitungen her, die ich selbst sehr gerne hierfür verwende. Das ist der Standard, der Kurier, die Presse, die Salzburger Nachrichten und die Wiener Zeitung. Das sind Zeitungen für ganz Österreich und am Samstag gibt es in den Printausgaben meistens einen Karrierenteil. Eigentlich immer, aber ich betone meistens, denn jetzt kurz vor Weihnachten zum Beispiel sind diese dann sehr, sehr klein gehalten. Wenn wir bei Tageszeitungen sind, möchte ich das auch noch ein bisschen erweitern um Wochen- und Regionalzeitungen. Im Raum Wien ist es oft gut, mit Tageszeitungen zu arbeiten, wenn Sie aber irgendwo anders in ländlicheren Regionen Jobs suchen, ist es besser, sich einmal einen Überblick über die regionalen Zeitungen zu suchen. So finden Sie vielleicht in der Region leichter einen Job. Also zweitens Tageszeitungen. Und wie Sie hier sehen, ich habe schon den Standard.at Karriere-Teil aufgemacht, den Jobs-Teil. Und hier finden Sie auch wirklich diese Artikel rund um den Job. Und die haben meistens auch, so wie die anderen Jobportale, integrierte Stellen. Online-Stellenmärkte. Nummer 3, Social Media. Und hier möchte ich auf diese beiden jetzt mal kurz hinweisen. Erstens das größte soziale Netz, das wir kennen, Facebook. Und bei Facebook können Sie einfach verschiedenste Portale suchen und denen folgen. So haben Sie immer auch ein Gefühl, also viele legen Seiten an, Facebook-Seiten. Und wenn Sie dem folgen, sind Sie immer so ein bisschen up to date. Das macht wirklich viel Sinn, auch für die Jobsuche. Und zweitens gibt es zwei mittlerweile sehr große
ja, nennen wir es mal Job Social Media Bereiche oder Job Social Media Netzwerke, LinkedIn und Xing. Bei beiden können Sie auch im Rahmen des Social Media, das heißt, wo es sehr stark um den Austausch geht, sich ein berufliches Netzwerk aufbauen, Ihre Qualifikationen dokumentieren und finden so oft auch Jobs. Auch Arbeitgeber suchen auf diesen Social Media Seiten, also LinkedIn und Xing, also Nummer 3 Social Media im Jobbereich. Spannendes Thema, wird wirklich mehr werden. Man sieht schon hier, LinkedIn zum Beispiel, das größte Social Media Jobportal, hat bereits 300 Millionen Mitglieder weltweit. Schauen Sie sich das mal an. Nummer 4, und das vergessen wir ganz, ganz häufig, Vitamin B. Das B steht jetzt tatsächlich für Bekannte. Schauen Sie in Ihrem persönlichen Umfeld. Fragen Sie ein bisschen herum. Haben Sie Interesse? Vielleicht gibt es einen Bekannten oder einen Freund eines Bekannten, der irgendwo arbeitet und gerade jetzt einen Job sucht oder jemanden kennt, der vielleicht jemanden sucht. Vergessen Sie diesen vierten Bereich auf keinen Fall. Sehr viele Jobs entstehen über Beziehungen. Also Vitamin B für Bekannte und Beziehungen. Einfach mal fragen, Interesse zeigen. Vielleicht finden Sie so den Job. Und Nummer 5. Mein Tipp, schauen Sie bei größeren und kleineren Unternehmen, die Sie ansprechen, wo Sie glauben, ja, dort könnte ich mir einen Job vorstellen, dort könnte ich mir vorstellen zu arbeiten. Schauen Sie dort regelmäßig auf die Webseiten, die haben meistens integrierte Karriereteile. Ich scrolle jetzt ganz nach unten mal, weil ich das schon weiß. Bei der Erste Bank findet man das hier. Karriere und Sie werden dann weitergeleitet auf eine Stellenangebote-Seite des Unternehmens. In dem Fall ist eben die Erste Bank. Ich klicke jetzt mal Jobs in Österreich und ich bekomme eine Auflistung aller offenen Stellen und ich könnte hier auch noch die Suchfunktion nutzen. Da haben wir zum Beispiel die Lehre zum Bankkaufmann. Ja, also zusammenfassend die 5 Möglichkeiten, den passenden Job zu finden, die ich jetzt mal so genannt habe. Nummer 1, Online-Jobportale wie Karriere.at. Die Zusammenfassung finden Sie hier von den unterschiedlichsten Jobportalen. Nummer 2, Printzeitungen, Tageszeitungen, vor allem am Samstag und die regionalen Zeitungen, wenn Sie in ländlichen Regionen Arbeit suchen. Nummer 3, Social Media, bedeutet, auf der einen Seite die wirklichen beruflichen Netzwerke wie LinkedIn und Xing, auf der anderen Seite Facebook, Twitter etc. Nummer 4, Vitamin B. Schauen Sie, bemühen Sie Ihre Beziehungen, Ihre Kontakte, Ihre Bekannten, vielleicht finden Sie dort etwas. Und Nummer 5, bei großen Unternehmen vor allem, aber auch bei kleinen, die Seiten einfach durchschauen, die Webseiten, vielleicht finden Sie dort die eine oder andere passende Stellenausschreibung für Sie. Ich hoffe, dieses Tutorial hilft Ihnen jetzt bei der Jobsuche. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der kommenden Übung. Bis bald und vergessen Sie nicht, Obst zu essen.